Das lag sicher nicht nur an den guten Bratwürstchen, dass die Saarburger Summer Night 2009 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erfolgreicher ausfiel. Nahezu 500 Zuschauer kamen auf den Böhmundhof, wo die Mannheimer Formation Automatic People den Anfang machte. 2 Stunden lang versetzten Bandchef Ralf Strassner und seine Musiker nicht nur die Lautsprecherboxen, sondern auch das Publikum mit Hits von R.E.M. in Wallung. Anfangs dauerte es jedoch ein bisschen, bevor das Publikum so richtig auftaute. Die Automatic People setzten sich daher selbst in Bewegung und mischten sich unter das Publikum. Je später der Abend wurde, desto kleiner wurde auch der Abstand zwischen Publikum und Bühne. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als die Hauptakteure des Abends, die Genesis und Phil Collins Coverband Still Collins, das Heft in die Hand nahmen mit Sänger Sven Komp an der Spitze. Die Organisatoren zogen am Ende eine zufriedene Bilanz und ließen durchblicken, dass es auch nächstes Jahr nicht nur Bratwürste, sondern eine komplette Summer Night geben könnte. Gesundheitsamt.